Mit rechts? Warte, wenn ich das... Hä? Nee. Hä? Was? Was will dieses Spiel von mir? Zwei Reagenzien hinausziehen. Ist Schritt 1. Schritt 2, eine Aktion hinausziehen. Reagenzien mit Aktion verknüpfen. Kombinieren, damit Ergebnis Zielformel entspricht. Ach so. Und jetzt? Reagenzien mit Aktion verknüpfen. So, jetzt haben wir die Bienen mit damit verknüpft. Kombinieren, damit Ergebnis Zielformel entspricht. Ja, aber wie? Das darüber? Oh, Alter. Super toll. Hey. So, und jetzt? Was wissen wir jetzt davon? Ich habe eine Probe in der Hoffnung, überhaupt eine Luft auflösen, aber diese Substanz scheint ziemlich feststofflich zu sein. Die chemische Reaktion hat gezeigt, dass es sich um eine Mischung aus Kautschuk, Milch und Phosphor handelt. Es ist nicht ungefährlich, dieses Ektoplasma im Mund zu haben. Und ich bin ziemlich enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass etwas Einfallsreicheres hinter der Sache stecken würde. Oh, ja. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Lieber Mr. Galici, ich hoffe, dass Sie die Zeit finden werden, uns für eine weitere Saison einen Besuch abzustatten. Seit ich die Gelegenheit hatte, durch Sie mit meinem Gatten zu sprechen, hat sich mein Leben, so habe ich zumindest das Gefühl, völlig verändert. Die Freude darüber, mich schon bald wieder mit ihm unterhalten zu können, vermag ich nicht in Worte zu fassen. Ich kann unsere nächste Sitzung kaum abwarten. Euer hochachtungsvoll Gräfin Lemoir. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Okay. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Ich dachte, ich kann hier noch was machen. So, So, wie komme ich jetzt weiter? Gehen wir nochmal in die 226 gucken, wa? Gehen wir nochmal in die 226 gucken. Mal sehen, was wir hier jetzt machen können. Der neue. Ah, er steht noch da. Brief über Schadensersatz. Lord Graham, ich habe den Schadensersatz immer noch nicht erhalten.
mit dem sie mich für einen unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach ihrer Tätigkeit bezahlen wollten. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich nach ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen wurde. Und jetzt, da meine Unschuld bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Er hatte Geldprobleme jetzt wahrscheinlich oder musste das Geld auftreiben. Und was wäre da besser, als einen Diamanten verschwinden zu lassen? Und das hat irgendwie eine Gefunzt. Wollte er diesen Hellseher da irgendwie über den Tisch ziehen und das hat nicht gefunzt, weil die beiden eh ein Verhältnis miteinander hatten. Das wäre aber sehr weit konstruiert, oder? Someone was not happy with his post. Beweis präsentieren für was? Er hat halt viel zu wenig. Ich weiß nicht mehr, für was ich hier einen Beweis präsentieren soll. Dafür, dass er schuldig ist, wäre zum Beispiel hier der Brief. Stop wasting time. The murderer is getting away. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Lord Graham kennt den Ring nicht. Er ist sich sicher, dass er ihn nie an der Hand von Miss Emma gesehen hat. Luca Galici sagte mir, dass die Motte ihn an glückliche Jahre erinnere und überdies ein gefragtes Motiv für Schmuck sei. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, were she not dead already. Hat er nicht gerade gesagt, er kennt den Ring nicht? Mein Freundchen, wenn dieses Spiel nicht so kompliziert wäre, hätte ich dich schon längst überführt. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Und wie du das warst. Komme ich jetzt hier zu der Tür raus? Nee. Hier sind wir fertig.
Hier waren wir auch fertig. Wollen wir mal gucken, ob wir Gedankenspiele machen können. Da hat man ja auch so einen Haufen. Miss Emma war eine Betrügerin, die Lord Craven bestahl. Ne, da würde ich hier. Lord Craven war mit der im Zimmer und die wurde erwürgt. Mal gucken. Das geht also nicht, okay. Lord Craven war mit Miss Emma im Zimmer. War für gewisse Zeit mit Miss Emma im Zimmer. Ob er das schon gewusst hat? Ne. Also das scheint auch nicht zu funktionieren hier. Von Lord Craven wurde Schadensersatz für das Verprügeln von Bediensteten gefordert. Lord Craven kann sich nicht beherrschen. Lord Craven ist ein impulsiver Mensch, der bisweilen die Beherrschung verliert. Okay. Was können wir noch kombinieren, Chat? Ich meine, wir könnten auch mal probieren. Der hatte das Zimmer daneben. Und diese eine Tür, durch die wir die nicht durchgehen können, die hat ein Schloss, das leicht zu knacken ist. Also ich denke mal, das ist eben das primitive Schloss der Tür zwischen den Zimmern von Galici und den Cremes kann leicht geknackt werden. Ich denke mal, das lässt sich auch gut kombinieren. Medium hätte Schloss knacken können. Das Schloss der Tür zwischen den beiden Hotelzimmern ist primitiv. Galici hätte es leicht knacken können. Genau, Mia. Frische Kratzer an den Handgelenken. Aber ich hätte halt gedacht, die frischen Kratzer an den Handgelenken vom Galici, die kommen dort unten von dem Fight während der Seance. Wollen wir das mal probieren mit Miss Emma wurde erwürgt? Ich würde es mal probieren. Okay. Die Kratzspuren an Luca Galicis Handgelenken stammen von Miss Emma, als sie um ihr Leben kämpfte. Okay. Wir haben immer noch die frischen Kratzer. Noch nicht vom groben Hotelpersonal sein. Egal wie ruppig das Hotelpersonal ist, davon kriegst du auch keine Kratzer an Handgelenken. Aber mehr wüsste ich bald nicht. Ich könnte es mal probieren. Doch. Oha, Chat, ihr habt wieder die Möglichkeit abzustimmen, was nicht funktioniert. Wir könnten noch einmal einen Test machen.
Das hatten wir jetzt schon alles ausprobiert. Wir